sieht die Stadt der Zukunft aus? Seit vielen Jahren stellt sich auch Wismar die Aufgabe, als Stadt für Einheimische sowohl als auch für Gäste und Touristen lebenswerter zu werden. Nicht nur ein Arbeitsort, sondern auch ein Lebens- und Erholungsort. Der Slogan »Neugierig, tolerant und weltoffen« symbolisiert die Werte, das Handeln und Agieren der Menschen in der Stadt. Öffentliche Räume verändern sich stetig und erfüllen dem Wandel entsprechend immer wieder neue Zwecke. Eine Aufwertung der Innenstädte hat auch Auswirkungen auf Handel, Gewerbe und zukünftige Angebote. Wismar, der 6. November 2024. Im Innovation Port an der Wismarer Hafenkante tut sich etwas. Unter dem Motto Make-A-Ton, Next Level Innenstadt, kommen kreative Köpfe, Studierende, engagierte Bürger und Unternehmerinnen und Unternehmer zusammen, um 3 Tage lang zu diskutieren, wie wir unsere Innenstädte lebenswerter gestalten können. Doch was verbirgt sich eigentlich hinter dem Namen Make-A-Ton? Make-A-Ton ist im Prinzip ein Format, um in kurzer Zeit Ideen zu finden, Lösungen zu finden, um ein Problem zu lösen. In diesem Fall geht es um die Innenstädte. Wir wollen die Innenstädte lebendiger machen wieder. Wir wollen auch die kulturellen Einrichtungen sollen dadurch befruchtet werden, durch Ideen, Ansätze. Wie nutzt man diese am besten? Wie schafft man dort wieder mehr Leben reinzubekommen? Eine Umfrage unter den Wismarer Bürgern zeigt ganz deutlich, die Aufenthaltsqualität in der Wismarer Innenstadt soll gesteigert werden. Doch was sorgt dafür, dass sich Menschen im öffentlichen Raum wohler fühlen? Wie können urbane Räume so gestaltet werden, dass sich verschiedene Generationen wieder begegnen, zusammen etwas erleben und sich mit ihrer Stadt identifizieren können? Wir wollen hoffen, dass wir Ideen finden, um die Sichtbarkeit vielleicht der Innenstadt, der Händler, auch insbesondere Gastronomen zu verbessern, dass die Leute wieder Lust kriegen, interessierter werden, um in die Stadt zu kommen. Also geht es auch um Informationen, Kommunikation mit der Außenwelt, in Anführungsstrichen, mit den Leuten, die in die Stadt kommen sollen. Dabei auch immer die Frage im Fokus, wie bekommt man mehr Einheimische und Besucher in die Innenstadt und wie kann sie lebenswerter gestaltet werden? Die Ergebnisse und Erkenntnisse des Make-A-Tons können der Stadt anschließend Anregungen geben, welche Technologien oder auch Ausstellungskonzepte in die Stadt einfließen werden. Wir haben 2 Ausstellungsorte, St. Marien und den Rathauskeller, wo wir noch auf der Suche sind nach der richtigen Lösung. Was wollen die Leute sehen? Also was wollen die Leute sehen? In welcher Form wollen sie das sehen? Was sind wirklich Formate, die noch nicht da gewesen sind? Was sind Formate, die heute dem Zeitgeist entsprechen? Und wo können wir auch Vorreiter sein? Und da verspreche ich mir unheimlich viel von dem Make-A-Ton. 3 Tage insgesamt wird das Make-A-Ton dauern. Das Ziel, innovative Ideen hervorbringen, die die Innenstadt von Wismar weiterhin lebenswert erhält und als lebendigen und einladenden Treffpunkt für Einheimische und Touristen gleichermaßen stärkt.